Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Seit das neue Jahr begonnen hat, habe ich natürlich einige Produkte getestet und ein paar davon fand ich leider nicht so gut. Deswegen zeige ich euch heute meine Drogerieflops und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was denn euer größter Drogerieflop in 2022 war. Da bin ich sehr gespannt, welche Produkte ich da so in den Kommentaren finden werde. Und ich starte jetzt mit dem ersten Produkt. Da ich die Produkte in dem Video nicht gut fand, werde ich euch hier Bilder einblenden. Ich habe die meisten Produkte nämlich schon entsorgt. Und mein erster Flop ist dieser hier von Catrice. Das ist die Lash Changer Mascara. Die habe ich auch schon mal live für euch getestet. Im ersten Augenblick macht die für mich einen coolen Eindruck. Also ich finde, die Packung sieht schön aus und auch das Mascara-Böschen ist sehr schön. Das ist so leicht spitz zulaufend und damit kann man wirklich gut und einfach seine Wimpern tuschen. Bei der ersten Schicht sieht eigentlich immer noch alles gut aus, aber sobald man da eine zweite Schicht aufträgt, fängt das Ganze schon so richtig an zu bröseln. Und an eine dritte Schicht braucht man gar nicht erst denken, weil dann werden das echt direkt so richtig dicke Fliegenbeine. Das nächste Problem ist, dass sobald man aufgehört hat zu tuschen und die Mascara getrocknet ist, diese bröselt, als würde sie sich einfach beim Tragen auflösen. Also wenn man die einen Tag lang trägt, dann hat man wirklich überall Krümel. Man muss wirklich so aufpassen. Ich finde das richtig, richtig blöd. Ich habe eigentlich gedacht, weil ich sie schon vorher nicht so gut fand, dass ich die einfach nochmal so als Topcoat über eine andere Mascara verwenden kann, damit ich die aufbrauchen kann. Aber leider kann ich es überhaupt nicht machen, weil ich finde es einfach super nervig. Manchmal kommen diese Brösel auch ins Auge und es ist nicht ganz so angenehm und ja, deswegen leider Daumen runter dafür. Mein nächster Flop ist von Essence und zwar habe ich mir da, glaube ich, letzten Monat das Brow Styling Soap Set geholt. Das sieht so aus, ich finde das von der Packung her richtig süß. Das kommt auch mit einem Spiegel und dann ist da so ein bisschen transparente Seife drin, auch noch ein kleiner Applikator, den muss man anfeuchten und dann kann man einfach damit so über die Seife gleiten und sich dann einfach so ein bisschen von dem Produkt nehmen und das dann auf seine Augenbrauen kämmen. Bei mir ist allerdings das Problem, dass es nicht wirklich Halt gibt. Also ich habe es schon mit mehr Wasser probiert, mit weniger Wasser. Das ist super blöd und ich hatte das Gefühl, dass es meine Haut so ein bisschen trockener gemacht hat. Also ich habe das nur dreimal probiert, aber danach hat es irgendwie so gejuckt. Das war ganz komisch und ich habe mir jetzt auch nochmal die Bewertungen angeguckt und die anderen Leute sagen auch, dass es deren Haut irgendwie so ein bisschen ausgetrocknet hat. Und da ich das nur dreimal verwendet habe und da schon irgendwie so, ja, was gespürt habe, finde ich das schon krass. Also ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich das irgendwie drei Wochen benutzt hätte, ob ich dann noch Augenbrauen hätte. Den Deo-Zerstäuber von CD mag ich super gerne und da mag ich am liebsten die Sorte Citrus. Die gab es einmal nicht und dann habe ich mir einfach den Deo-Roller geholt, weil ich dachte, da ist wohl das Gleiche drin, das wird wohl ähnlich funktionieren. Aber leider hat mir das gar nicht gut gefallen. Also der Deo-Zerstäuber ist super angenehm unter den Armen. Man sollte den nicht unbedingt verwenden, wenn man frisch rasiert ist, weil dann könnte das so ein bisschen brennen. Also da sollte man immer so ein bisschen abwarten. Aber ja, das Produkt schützt mich einfach den ganzen Tag. Ich fühle mich den ganzen Tag frisch, obwohl da kein Aluminium oder sowas drin ist. Und ja, das sorgt einfach dafür, dass ich nicht stinke oder ja, dass sich da einfach kein Geruch bildet. Und bei dem Deo-Roller war das zum Beispiel so. Also beim Auftragen her war alles okay, das war so ein bisschen dickflüssiger. Allerdings schützt das gefühlt überhaupt nicht. Also nach einem halben Tag dachte ich so, das müffelt. Also es kann doch nicht sein, dass mich das Deo jetzt verlassen hat, weil es halt von der gleichen Marke ist und auch die gleiche Duftrichtung. Also das hat mich wirklich sehr enttäuscht. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr großer Unterschied. Ich mag sehr gerne von Bilou die Duschschäume und fand es sehr interessant, dass es da jetzt auch Trockenshampoo gibt. Ich habe eine Sorte getestet, die hieß irgendwie Wild Berry oder so. Ich habe es bestimmt hier irgendwo noch rumstehen. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall konnte ich jetzt online beim DM diese Sorte auch nicht mehr finden, sondern nur die Sorte Kiwi. Und die ist wirklich schlecht bewertet mit 2,1 von 5 Sternen bei 35 Bewertungen. Autsch, das tut schon fast weh. Also bei dieser Sorte Berry war das so, der Duft, der ist, also auf den ist wirklich Verlass. Das war so ein typischer Bilou-Duft, sehr, sehr stark nach Beere, sehr süß, fast wie so ein beeriges Kaubonbon. Ich persönlich mag das, dafür darf man aber nicht gerade geruchsempfindlich sein. Und auch wenn man das auf seine Haare gesprüht hat, dann haben die Haare sehr, sehr gut danach geduftet. Der Duft hat jetzt nicht ultra lange angehalten, aber es war einfach so am Anfang sehr, sehr angenehm. Das Problem ist aber, wenn man so leicht angefettete Haare hat, dann bringt es leider gar nichts. Also ich habe mehrfach was drüber gesprüht. Ich habe es auch mit ganz viel probiert. Da hat man wirklich fast gar keinen Effekt, fast gar keinen Fresh-Up. Also ja, da hätte ich genauso gut, keine Ahnung, Luft drauf sprühen können. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schade, dass da eigentlich nur Duft rauskam. Da stand auch auf der Packung keine weißen Rückstände. Da waren wirklich keine weißen Rückstände, aber vielleicht war auch zu wenig von diesem
ja, weißen Pulver da drin war. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich es leider überhaupt nicht gut, abgesehen vom Duft. Kommen wir jetzt zu dem schlechtesten Concealer, den ich wirklich in meinem ganzen Leben getestet habe. Und zwar ist der von Alverde. Das ist der Anti-Augenringe-Concealer. Der sieht so aus. Erstmal von der Packung her sehr unscheinbar. Ich gucke mir immer mal wieder das Alverde-Regal an und ja, teste verschiedene Sachen, weil ich mir denke, ich gebe den Produkten doch nochmal eine Chance. Aber meistens werde ich da leider echt enttäuscht. Ich finde das super schade, weil aus Naturkosmetik kann man bestimmt noch ein bisschen mehr rausholen. Bei dem Concealer war das so krass. Ich habe den unter meine Augen gegeben und versucht, den zu verblenden. Und das ist krümelig geworden und so fleckig. Also sowas habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Und ich dachte auch, vielleicht liegt das an mir oder vielleicht habe ich irgendwie ein schlechtes Produkt erwischt. Kann ja immer mal sein, kann ja passieren. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Man könnte es ja zur Not auch umtauschen. Ich habe mir dann allerdings auch die Bewertungen angeguckt, ne? 2,3 von 5 Sternen bei 54 Bewertungen. Das ist wirklich auch gar nicht mal so gut. Und genau das, was da in den Kommentaren steht, war bei mir auch der Fall. Manche Leute empfehlen den sogar. Vielleicht haben die dann mal eine gute Packung erwischt. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Fand ich das Ergebnis richtig krass. Ich würde sagen, wir bleiben einfach direkt beim Thema Concealer. Adeko gibt es ja jetzt seit einiger Zeit schon beim DM und ich gucke mir immer wieder die Sachen an. Die gibt es leider nur online und die sind leider fast alle nicht bewertet. Wahrscheinlich, weil das nicht so viele kaufen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich hier mal den Longwear Concealer von Adeko getestet für 14,95 €. Das ist ja wirklich teuer für so einen Drogerie-Concealer, beziehungsweise einen Concealer, den es auch bei der Drogerie gibt. Das gibt es ja auch bei Douglas. Aber ja, ich hatte den dann getestet. Von der Konsistenz her war der so ein bisschen leichter, würde ich sagen. Und beim Auftragen habe ich wirklich fast gar keine Deckkraft gespürt. Also es war wirklich, der Concealer ist so, so leicht, dass man ihn fast nicht sieht, als würde er so fast transparent werden auf der Haut. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Und dadurch, dass der so flüssiger ist, bleibt er halt auch nicht wirklich an Ort und Stelle. Also wenn man dann viel lacht oder so, dann wird er quasi aus den Fältchen rausgedrückt, sodass das wirklich relativ faltig aussieht unter den Augen, weil die Falten dann halt wirklich tief aussehen. Also der hat mir leider wirklich nicht gut gefallen und ich finde es wirklich schade, dass ich dafür 15 € ausgegeben habe. Ich würde sagen, ich habe schon meine perfekte Mascara gefunden, allerdings teste ich mich trotzdem ganz gerne mal durch so Neuheiten. Und da ist ja letztens von Maybelline die Colossal Curl Bounce Mascara rausgekommen. Die war am Anfang auch super bewertet. Ich habe sie in meiner Werbung gesehen und dachte mir, die muss ich jetzt mal testen. Allerdings hat sie mich leider nicht vom Hocker gehauen. Also erstmal von der Packung her sieht sie ganz cool aus und auch der Applikator, der ist so leicht geschwungen, passt sich gut dem Wimpernkranz an, fand ich richtig cool. Allerdings habe ich am Anfang immer das Gefühl, dass da wirklich sehr wenig Produkt von der Bürste runterkommt. Das heißt, ich musste wirklich super, super, super oft über meine Wimpern drüber gehen und mehrere Schichten machen. Und ja, manche Wimpern haben dann nach oben gezeigt, manche nach vorne und sowas habe ich eigentlich nicht. Normalerweise sind meine Wimpern von Natur aus immer schön gebogen, aber hier, das war wirklich super merkwürdig. Also, als ich die dann getestet habe, da musste ich wirklich sehr, sehr oft drüber gehen, um dann wirklich ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Und ich habe keinen Bock, jeden Morgen 10 Minuten meine Wimpern zu tuschen. Das darf einfach nicht so lange dauern. Und ja, genau deswegen hat sie mir nicht so gut gefallen. Und von den Bewertungen her ist sie leider auch nicht mehr so gut. Sie hat 3,5 von 5 Sternen bei 83 Bewertungen. Ich hatte meinen Live-Test auch bei Instagram hochgeladen und in den Kommentaren stand wirklich nichts Gutes. Also die meisten haben sogar noch gesagt, dass sie nach oben hin abgefärbt hat. Das war bei mir jetzt nicht so, aber das stand wirklich in fast jedem Kommentar. Und ja, das ist natürlich super schade, vor allem wenn man irgendwie 10 € für so ein Produkt ausgibt. Mein nächster Flop ist so ein bisschen komisch, weil der mir im ersten Moment gefällt, dann aber irgendwie nicht mehr. Und zwar ist es dieser Blush hier von Essence. Das ist der Rouge the Blush Nummer 10. Und ich finde die Farbe richtig cool und der ist auch erstmal wirklich gut pigmentiert. Sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus auf den Wangen. Aber nach spätestens 2 Stunden ist die Farbe weg. Wie geht das? Das ist so, so merkwürdig. Das habe ich wirklich, also wenn, dann habe ich es eher bei Drogerieblushes, dass die vielleicht dann mal so ein bisschen ja, verblassen über den Tag, weil die vielleicht durch den Wind oder weil man sich übers Gesicht fährt, so ein bisschen abgetragen werden. Aber das ist so, so heftig. Ich kann machen, was ich will. Nach 2 Stunden ist dieser Blush nicht mehr zu sehen. Als würde der sich irgendwie nur leicht über die Haut legen und dann so nach und nach abfallen. Super schade, weil das echt ein schöner, gut pigmentierter Blush ist. Und
ja, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Insgesamt verwende ich sehr gerne Peelings, egal ob für meinen Körper, für mein Gesicht oder auch mal für meine Lippen. Ich hatte früher auch von The Body Shop so einen Lip Scrub, das war in so einem Döschen und das hat so richtig nach Bubblegum geschmeckt und war so richtig pink. Das fand ich richtig cool, das werde ich mir bestimmt irgendwann auch nochmal kaufen. Ist halt so eine kleine Spielerei, womit man aber auch einen Effekt erzielen kann. Und ich dachte mir, ich probiere einfach mal was Neues und habe mir von Trend It Up das Lippenpeeling Let's Kiss Lip Scrub 010 mitgenommen. Es sieht so aus und erstmal dachte ich, das wäre vielleicht cool, dann einfach so über die Lippen zu gleiten und sie dann gleichzeitig zu peelen und dann vielleicht nochmal so ein bisschen nachzujustieren. Aber diese Peeling-Körner da drin, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber die sind so groß, das funktioniert nicht. Also diese Peeling-Körner, die müssten viel, viel, viel kleiner und feiner sein. Weil dann hat man da vielleicht so einen großen Korn und dann kannst du das so punktuell machen, aber das ist dann auch viel zu stark für die Lippe so an der Stelle. Und das hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Und der Duft davon ist auch super unangenehm. Auch da dachte ich wieder, vielleicht habe ich ein falsches Produkt irgendwie erwischt, weil ich mir nicht denken konnte, dass der Duft so merkwürdig ist, also bei allen Produkten. Aber auch hier habe ich mir dann die Bewertungen angeguckt. 3,2 von 5 Sternen bei 11 Bewertungen. Es sind jetzt nicht wirklich viele Bewertungen, aber da steht meistens drin, dass das Produkt schlecht gerochen hat, dass die Peelingkörner zu groß waren oder dass sich der Deckel von selbst gelöst hat. Das Letztere ist jetzt bei mir nicht passiert, aber die ersten beiden Punkte kann ich definitiv bestätigen. Ein Produkt, was ich vom Prinzip her super cool finde, ist dieses hier von Manhattan. Das ist der Lidschatten Amazing Double Effect Eyeshadow and Eyeliner in der Farbe 002. Erstmal finde ich den Lidschatten richtig schön. Das ist wie so ein Creme-Lidschatten, einfach nur so als Stift. Damit kann man sich so ein bisschen über das Augenlid fahren und kann das Ganze dann noch mit den Fingern oder mit einem Pinsel verblenden. Und ich finde die Farbe auch super, super schön. Das Problem ist, dieser Lidschatten ist dann wie so ein Kajal, würde ich sagen, so ein dickerer, der dann aber so spitz zuläuft. Der bricht super, 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 super schnell ab. Und wenn das Ding nicht mehr spitz ist, wofür brauchst du das dann noch? Also du willst ja nicht so einen dicken Lidstrich hier irgendwie haben. Vielleicht wollen es manche Leute schon haben, aber im Prinzip möchtest du es ja schon so ein bisschen schmaler haben. Und das ist halt super schade, weil man den auch super schwer anspitzen kann. Ich habe das mal probiert. Und erstmal ist das Produkt dafür zu weich, aber gleichzeitig auch zu bröselig. Also man kann es schon probieren, das so leicht anzuspitzen, aber da bricht dann auch immer was raus und so. Also wie gesagt, die Idee von dem Produkt finde ich cool, so ein 2-in-1 Produkt. Aber die Umsetzung, da müsste man vielleicht noch so ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht könnte man irgendwie einen Spitzer kreieren im Deckel oder so. Ich habe keine Ahnung. Das waren meine aktuellen Flops. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.